Oh. Das war wie ein Messer im Rücken. Ich nehme Tabletten. Krass, oder? Wow, fake. Mama Ritter hat sich erfolgreich auf die Abschlussliste gememmt. Aber da ist doch eine Tür. Da kannst du ja gehen. Warum geht ihr dann nicht? Einzige, was uns jetzt noch retten kann, ist die Safeung. Mehr nicht, Punkt. Wie sieht's bei Team Teufel aus? Und was machst du dann jetzt? Meditieren. Nein, du meditierst jetzt nicht auf ein Scheißhaus. Durchgeknallte Paare, durchgeknallte Spiele. Ich bin krank. Ich kotze gleich. Der Harzer Käse war härter als ich. Meine Zusammenfassung der 8. Folge Sommerhaus der Stars oder sowas. Gib Gas, mein Schatz, gib Gas. Wir holen. Welcome back. Ja, ein bisschen später als sonst. Ich hoffe, euch interessiert es trotzdem noch. Ja, ich habe das Haus gerade voller Italiener. Nicht nur unseren jetzigen Gastschüler, auch Gastschüler Josto. Von 2019 bis 20 war er hier. Also mit ihm haben wir den ersten Lockdown durchlebt. Und er hat gleich noch zwei Freunde aus Sardinien mitgebracht. Also vier Italiener in der Haus. Dann haben wir ab und zu noch einen italienischen Fliesenleger. Und dann haben wir noch ein TV-Team hier, weil wir einen neues Fernsehprojekt drehen. Also ihr seht, und ich habe viel zu tun und zwischendurch versuche ich dann auch noch die Sommerhaus-Videos zu produzieren. Surprise, the king is back. Wir erinnern uns jetzt erstmal an Klausis Alte, die mir so schnell sympathisch wurde, wie sie mir jetzt unsympathisch wurde, nervte so lange mit Durchfall. Das ist eine Sünde, man darf das nicht. Und furchtbar lauter Heiterkeit. Ich liebe dich. Bis man ihr den Telefonjoker gab. Ein Anruf bringt Linderung. Hi. Hi, ich bin ganz... Wie geht's euch? Ja, ich muss schon. Dieses Vorzugsrecht musste sie clevererweise, also clever fürs Drama, den anderen mitteilen. Ich hab Bescheid gekriegt von zu Hause. Ganz freudestrahlend, das war wie ein Messer im Rücken. Ich hab auch ein Kind zu Hause und ich find das... Ja, Pretty Peggy erzürnt das. Hat sie doch selbst zu Hause Brut sitzen. Marita denkt nur an sich. Sie ist wichtig. Nur Marita ist die Arme. Marita geht schlecht. Marita hat Bauchschmerzen. Was ist denn mit der schiefgelaufen? Marita will raus. Will ich raus? Wählt ihr mich? Ja, in Maritas Welt dreht sich alles um Marita. Fast wie bei Manic Macho Mike. Nur bei dem dreht sich nichts. Bei dem wird gestoßen. Oh. Wie sich das wohl anfühlt? Das war wie ein Messer im Rücken. Bevor Marita uns das Messer an die Kehle setzt, wegen zu viel Attentione, hier ihre Sendezeit. Ich weiß gerade nicht, was ich verbrochen habe, dass man mich mit Ignoranz bestraft. Da gibt's so einiges auf meiner Liste. Zum Beispiel, dass du das Erbgut von jemandem verbreitest, der sich selbst Almklausi nennt. Oder dass du einfach nervst. Für mich ein Haken hinter diese Menschen gemacht. Er musste echt ein wenig überlegen, bevor er das Wort Mensch wählte. Ich hätte gern gewusst, welche Alternativwörter er in seinem Gehirn abgescannt hat. Meuchler, Pack, Frischluftdiebe. Einzige, was uns jetzt noch retten kann, ist die Safeung. Mehr nicht, Punkt. Das hat sie zumindest erkannt. Schon mal etwas. Babe? Hm? Bist du fertig mit Toilette? Mhm. Und was machst du dann jetzt? Warum wollen sie das wissen? Meditieren. Nein, du meditierst jetzt nicht auf ein Scheißhaus. Ja, in der Dunstwolke der Ausscheidung meditiert es sich ja bekanntlich am besten. Wird eine Frage falsch beantwortet, müsst ihr beide die vor euch befindliche Delikatesse essen. Allerlei Ekeleien, die nicht schlimm genug fürs Dschungelcamp wären. Ich habe ein bisschen Angst, mein Magen ist klein, sitzt in der Ecke, traut sich nicht raus. Wenn das doch nur sein Lebensmotto wäre. Ich dachte eigentlich, ihr wäre der Brechreiz schon lange abhanden gekommen. Mit so einem Kerl an seiner Seite müsste man sich doch eigentlich alle 5 Minuten übergeben, oder? Geht schon. Runter, 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 runter. Oh, scheiße. Komm, Schatz. Als hätten Menschen 10 Tage nicht geduscht. Das hier könnte auch eine Szene aus deren Schlafzimmer sein. Glück runter, Schatz. Halt doch deinen Mund! Okay.
Schluck runter. Jetzt eine Frage, die er lieber wohl nicht gestellt hätte. Willst du aufgeben? Ja. Du willst aufgeben? Ja. Schatz, wir sind nicht hierher gekommen an den Tisch, um das, dass wir aufgeben. Wir sind hierher gekommen. Ich schon. Was ist denn mit der schiefgelaufen? In welchem Bundesland liegt Berlin? Da willst du mich verarschen, Brandenburg, Mann. Jetzt lieber ernsthaft? Warte. Der ist wirklich so dumm, wie er aggressiv ist. Was weiß ich, Rheinland-Pfalz. Andere könnten Kotzen auch ohne Ekel essen. Peggy hat auch ein Kind, vermisst ihr Kind auch. Und dann kommst du rein und sagst, oh, meine Tochter geht's gut oder mein Sohn und meiner Oma geht's gut. Da sag ich mal, na Hauptsache Alessio und der Oma geht's gut. Super, ich bin jetzt wieder super motiviert. Kannst dir nicht vorstellen, dass er auch andere runterzieht? Egal. Ihr könnt uns nicht verstehen, weil er nicht in unserem Leben drinsteckt. Aber da ist doch eine Tür, da kannst du ja gehen. Marita hat tatsächlich die Stimmung so weit gegen sich gedreht, dass ihr die Tür gezeigt wird. Ich glaube, das hat noch nicht mal Manic Macho Mike geschafft. Also jedenfalls so in dieser Deutlichkeit. Marita weint, sagt, jede nominiert uns bitte, sie möchte nach Hause. Da denke ich mir auch, hey, warum geht ihr dann nicht? Ja, bei selbstständigem Auszug droht sicher Gagenkürzung. Und was ist da wichtiger? Das weinende Mutterherz oder Knete? Ihr seid wie Fähnchen im Wind. Wow, fake. Der Ohrfeigenbaum für Marita teilt heute ordentlich aus. Sissy und Ben haben Wer es nicht verstanden hat, die beiden haben gewonnen und sind damit safe. Unterirdisch. Ganz klar. Tragisch. Oder war einer kacken, der riecht voll nach Scheiße gerade, wo ich vorbeigelaufen bin. Der Sieg des einen ist natürlich der Nicht-Sieg des Bösen. Ich tue Jana komplett ignorieren, ne? Die steht neben mir. Ich brauche solche Fake-Leute nicht. Diese Weltverbesserer da. Ja, der Teufel zieht wohl eher die Weltverpester vor. Das war nach Furz. Ja, Furz und alte Eier. Ja, sorry, ich hab halt... Lieber schlechte Luft als viel Getier. Okay, gut. Und dann noch das. Der Teufel will mit der Nervigen von der Alm taktieren. Euch kann's passieren, wir kicken euch. Was habt ihr denn davon? Lass uns Peggy Steff, lass uns Yassin und Samira kicken. Ganz einfach. Und auch die will er in die Unterwelt auf seine Seite ziehen. Wir reden nachher mal zusammen, auch mit Dominik. Wir sehen das nicht mehr ein, die Stimme von Dominik zu kriegen. Weil mit dir ist immer gut. Da reden wir nachher, weil meine Frau ist echt pisst auch. Ist auch eine Dreistigkeit, bei der Wahl des Teufels immer wieder standhaft zu bleiben und ihn erneut zu wählen. Aber er liefert ja auch täglich, sekündlich gute Argumente. Das ist einfach unfair. Absolut. Man gibt niemandem eine Chance. Es hat halt nicht jeder dieses devote Helfersyndrom oder was auch immer dich bei ihm hält. Heute kriegt jeder sein Fett von uns ab. Heute ist der Tag. Ist doch nichts Neues, oder? Hier fährst du jetzt runter. Ich vertraue dir 1000%. Keine Gespräche. Versprich mir das. Ja, sie hat immer noch keinen Freigang. Immer schön an der kurzen Leine. Safety first oder so. Halt dich dran, was ich dir gesagt habe. Mach ich. Zieh dich zurück. Ich schaff das! Ab in die Arena, Gladiatoren. Tatsächlich, sie ist ganz allein. Ohne seine Kontrolle. Aber keine Sorge. Schon bald kommt er wieder und schnallt sie an die Leine. Ja. Guck mal, was sie anhaben. Hast du gesehen? Wie siehst du aus? Das lustige Spielchen hat einen bösen Nebeneffekt. Dazu müssen sie einen bereits gesicherten Paar den Schutz wieder nehmen. Oh. Ach, fuck. Na endlich. Das liegt mir schon wieder gefallen. Mann Gott, 100 Kilo. Sorry. Versuch sie dir auf so ein fettes Schwein. Servus. Der Klausi. Der Teufel hat Spaß und mutiert zu Spider-Man, wie geil du bist. Los, reiß auf die Kacke. Mach einfach. Sein Lebensmotto, nicht nachdenken, mach einfach. Mike fährt dann schon auch die Ellenbogen aus. Der hat Stroh geworfen. Du Arsch. Mit Stroh werfen, wie böse. Demnächst vielleicht mit Wattebällchen. Schlechtesten Menschen, die ich jemals gesehen habe. Wie Schweine im Stall wühlen die Promi-Anwärter. Echt jetzt? Schlechte Verlierer, ich hab nur Ausreden gehört. Und er ist halt ein noch schlechterer Gewinner.
Ist noch nicht alles. Wir entsafen und sind gleichzeitig safe. Rest in peace. Karma is a bitch. Dann ist diese Karma sicher die Geliebte vom Teufel. Also du? Ich bin einfach gut rhetorisch. Vera Beckmann vom Arsch, Alter. Hier. Eins. Thema erledigt so. Wer genau ist jetzt erledigt? Jana und Sascha, wir nehmen euch den Schutz weg. Baby. Baby. Hm? Auf. Los. Bei Fuß. Wer ist eigentlich bekloppter? Der, der das sagt oder der, der das mit sich machen lässt? Packt keine Kritik, die ist kritikunfähig. Mückenspray muss man auch nicht übertreiben. War das jetzt ein Statement gegen dich? Nee, so viel Selbsterkenntnis hat er leider nicht drauf. Jana, müssen wir euch nominieren. Marita und Klaus. Wir nominieren euch beide. Somit müssen Team Spirit gegen Team Almdödel in die Exit Challenge. Denk an deine Zukunft. 50.000 Euro, Mann. Wie hat's euch gefallen? Kommentieren, abonnieren. Ciao, Ragazzi. Eine Minute mit dir ist eine Minute von meinem Leben.